Hey, in diesem Video zeige ich euch, wie man Paprika einlegen kann. Dafür brauchen wir natürlich als erstes Paprika. Rote, orange, gelbe könnt ihr ein bisschen variieren, wie ihr es haben wollt. Geht auch einfarbig. Dann haben wir eine Zwiebel. Wir haben Zucker, Salz und ein paar andere Gewürze. Wir haben da einfach das Lorbeerblatt, dann Pfefferkörner, Nelken und Senfkörner. Und dann noch ein Apfelessig dazu. Und ein Gefäß, wo ihr das Ganze reinführen könnt. So, als allererstes müssen wir mal die Paprika in Scheiben oder Streifen schneiden, je nachdem, wie ihr sie einlegen wollt. Das ist eigentlich komplett euch überlassen. Ich schneide das Ganze jetzt hier in Streifen. Danach noch die Zwiebel. Ganze dann ein bisschen durchmischen und dann schon in die Gläser füllen. Aufpassen, dass es nicht komplett überquillt, könnt das Ganze auch ein bisschen runterdrücken und dann die Gewürze verteilen. Das Lorbeerblatt habe ich hier halbiert. Wenn ihr ein großes Glas habt, könnt ihr das auch alles in eins machen. Die Gewürze ein bisschen vermischen und dann hier reinträufeln. So, jetzt machen wir noch die Flüssigkeit, dafür den Apfelessig in den Kochtopf, Zucker dazu, Salz dazu und das Ganze dann schön umrühren. Und dann geht das Ganze für 10 Minuten auf den Herd. Wenn es dann 10 Minuten gekocht hat, könnt ihr es vom Herd runterholen und dann in die Gläser einfüllen. Es kann jetzt sein, dass die Paprika nach oben schwimmen. Da könnt ihr es entweder ein bisschen runterdrücken oder dann auch eben Paprika wieder entnehmen. Wichtig ist, dass das Wasser die Paprika einigermaßen überdeckt. Die Gläser wurden vorher sterilisiert und so kann auch nichts passieren dann. So, wenn ihr geschaut habt, dass die Luft draußen ist, könnt ihr die Deckel wieder drauf machen. Ich habe das Ganze noch abkühlen lassen, das macht es einfacher. Umdrehen, ein bisschen schütteln, damit die Gewürze sich noch mal ein bisschen verteilen. Und da sind sie fertig, eure Gläser mit eingelegter Paprika. Das Ganze würde ich jetzt noch 2 Wochen im Kühlschrank stehen lassen, dann entwickelt das Ganze ein schöneres Aroma. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da. Viel Spaß beim Nachmachen und bis bald.